Hallo und willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um Improvisation und Denken. Und zwar geht es darum, dass du bitte weniger denken sollst beim Spielen. Jetzt wirst du sagen, Denken ist ja manchmal schon ganz gut, ne? So, dass du auch die richtigen Töne spielst, dass du weißt, wo du in der Form bist. Aber, und das sehe ich bei mir selber auch, also ich nehme mich da selber nicht aus, innerlich habe ich und haben meine Schüler meistens so den Drang, immer zu spielen, in jedem Takt was zu spielen, in jedem Takt eine Information, ne, abzugeben über das, was auch gerade passiert in den Akkorden. Und zum Beispiel, wenn du jetzt so über eine Ballade spielst, gibt es häufig sehr viele Akkordwechsel, meistens zwei Akkorde pro Takt. Und man hat so innerlich das Gefühl, wenn ich jetzt den Akkordwechsel habe, muss ich den auch in meiner Improvisation spielen, also muss ich auch spielen. Es ist wie so eine Verbindlichkeit, wie so ein Druck, immer aktiv zu sein. Wenn du dir jetzt aber die Aufnahmen anhörst, der großen Jazzmeister, zum Beispiel Miles Davis, so gibt es Phasen bei ihm oder Stücke, wo er sehr wenig Töne spielt und sehr, ja, es klingt toll, es überwältigt einen an Ästhetik und Schönheit und du denkst so, okay, Miles macht ganz wenig nur und es klingt großartig. Und manchmal passieren Akkordwechsel oder 2-5-1-Verbindungen, die einfach so stehen bleiben, wo gar nicht drüber gespielt wird, wo einfach eine Pause ist. Ne? Also auch so dieses Ding, ich kann Pausen zulassen. Das ist auch was ganz Wichtiges bei der Improvisation. Ne? Und da musst du halt eben nicht denken, ne? Einfach mal nichts tun. Und die großen Meister, Miles Davis, John Coltrane, Hank Mobley, Lester Young, Ben Webster, all diese Musiker, die können das. Die können Pausen zulassen. Die können auch mal einen Akkord überspringen, ohne den schon wieder abbilden zu müssen. Oder sogar eine 2-5-1-Verbindung. Und die haben dann nicht den Drang, in der Dominante von der 2-5-1-Verbindung nochmal den Akkord zu spielen und aufzulösen. Ne? Und das ist ja etwas, was ich meinen Schülern auch immer wieder sage, wo ich sage, so, dafür musst du eigentlich keine Minute mehr üben, sondern einfach zulassen, also die Reduktion zulassen, Pausen zulassen und das wird deine Musik weiter nach vorne bringen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum denken wir denn so viel und warum müssen wir denn immer so viel spielen? Also es zwingt uns ja keiner dazu. Und da stelle ich für mich immer fest, dass es mir auch Sicherheit gibt, ne, wenn ich Akkorde da sehe, wenn ich die dann spiele und so auch abbilde, dass es mir Sicherheit gibt, wo bin ich in der Form, okay, ich habe den Akkord verstanden, so, ich weiß, wie es dann weitergeht, ich weiß, wo die Tonalität hingeht, okay, jetzt kommt der B-Teil, jetzt kommt ein Wechsel und dann spiele ich auch direkt rein, spiele direkt den Akkord, um auch der Band klarzumachen, okay, ich bin noch in der Form, wir spielen gut zusammen, ne? Also es ist ein sehr starker Sicherheitsaspekt und das ist auch ein ganz, ganz natürliches Bedürfnis, an der Stelle einfach, ja, dann Dinge zu spielen und sozusagen in Anführungszeichen die Takte voll zu packen, obwohl das jetzt gar nicht meine Pflicht ist. Und ja, heute in diesem Video möchte ich dir eben dich dazu ermutigen und möchte dir zeigen, dass es sehr entscheidend ist, auch mal loszulassen und sich von dieser Verpflichtung zu lösen und dass die Pausen auch einen sehr großen Mehrwert haben und dein Spiel auf eine höhere Ebene bringen und dein Spiel verbessern, ohne dass du dafür etwas tun musst. So, das heißt, du musst dir oder du solltest dir angewöhnen, Pausen zuzulassen und, ich kenne das von mir selber, diesen Druck auch ertragen zu können. Ne? Weil wenn du spielst, wenn du eine Phrase spielst und dann einen Takt Pause machst, dann gehen ja in deinem Kopf 1000 Gedanken, sind ja dann da. Dann sind so Gedanken so wie, jetzt spiele ich nicht und jetzt denken die Leute, ich kann nicht spielen. Oder man denkt so, okay, jetzt mache ich eine lange Pause, Mist, die Melodie verliert ihren Fluss, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Also es ist eine große Verunsicherung, wenn Pausen da sind, aber das musst du, ganz, ganz dringend, musst du lernen, auch zuzulassen, weil dadurch deine Musik durch die Pausen, durch das Nichtstun an Reife gewinnt. Ne? Weil es ist genauso, wenn du dir jetzt einen großen Redner vorstellst, der liest einen Text vor und macht an den wichtigen Stellen auch eine Pause, damit der Satz wirken kann, damit der Sinn des Satzes auch beim Zuhörer wirken kann und klar werden kann. Und genauso wie das ein großartiger Redner macht, der nicht ohne Punkt und Komma redet, sondern
beziehungsweise der mit Punkt und Komma redet und nicht einfach über alles hinweg bügelt. Ne? Also wenn du diese Qualität in deinem Spiel hast, diese Pausen zu machen, dann wird, ähnlich wie bei einem großen Redner, wird diese Rede perfekt, weil alle sie verstehen. Und dann werden deine Melodien, werden deine Soli besser, weil das Publikum Zeit hat, deine Phrase anzuhören und und in der Pause, ne, auch diese Phrase auf sich wirken zu lassen. Und danach geht es erst weiter. Ne? Deswegen ist dieses Mittel der Pause ist so wichtig. Und deswegen mein wirklich flammender Appell, lass diese Pausen zu. Es ist extrem entscheidend. Wir machen auch gleich noch eine Übung dazu, ne, dass du jetzt nicht denkst, okay, jetzt erzählt die da schon wieder was, aber wir gehen das jetzt in der Praxis. Kommen wir gleich zu. Aber vorher möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, du musst dich ganz dringend von diesem Gedanken lösen, der mich selber sehr lange gehemmt auch hat in Bezug auf Pausen. Du musst dich von diesem Gedanken lösen, dass wenn du pausierst, dass es dann nicht gleichbedeutend damit ist, dass du nicht spielen kannst, sondern dass diese Pause eine bewusst gewählte Form deines Ausdrucks ist. Ne? Das ist ganz, ganz entscheidend. So, das heißt, mit dem Wort bewusst habe ich es auch gerade schon angedeutet, worauf ich noch hinaus möchte. Das Solo im Jazz oder deine Improvisation besteht sowieso weitestgehend aus bewussten und unbewussten Entscheidungen beziehungsweise bewussten und unbewussten Denken. Vom Ursprung her würde ich sogar sagen, der Jazz besteht aus einer unbewussten Form von Melodieerfindung. Ne? Also so wie die Leute früher einfach nur Melodien variiert haben, die Themen von Songs, von Stücken variiert haben, so sind wir heute bei der Improvisation halt sehr viel komplexer. Das heißt, früher die einfache, die simple Variation von der Melodie war schon eine Improvisation und die war sehr intuitiv und die war sehr, ja, hochgradig unbewusst, sage ich jetzt mal so, im Vergleich zu einer komplexen Improvisation über eine Komposition, meinetwegen von Wayne Shorter, wo du mit einer gewissen Intuition natürlich improvisieren kannst, aber irgendwann auch begrenzt bist und dann auch ein sehr konkretes Wissen über Musiktheorie, Akkorde, Skalen und so weiter brauchst, weil die Musik einfach so komplex ist. Ne? Also das heißt, früher bei den einfachen Songs war das unbewusste Spiel, also nur nach Gehör spielen, nur der Intuition folgen, war total hilfreich. Und heute, in der modernen Literatur, im modernen Repertoire, haben wir oft Stücke, die sehr komplex sind, wo du auch ganz klar wissen musst, was da los ist mit Akkorden, weil sonst ist vorbei, sonst kommst du in dem Stück auch nicht zurecht. Und da brauchst du einfach diese Bewusstheit, das heißt Wissen um Akkorde, um Tonleitern und so weiter. Jetzt ist es aber häufig so bei meinen Schülern, dass die an einem Punkt sind, wo sie das gerne verstehen möchten. Wie funktioniert Infant Eyes, meinetwegen von Wayne Shorter, ganz bekannte Ballade, und sehr gut drüber spielen möchten, aber dann sehr stark in diesem technischen Aspekt verhaftet bleiben. Also das heißt, du bist dann irgendwann froh, wenn du die Akkorde spielen kannst. Und das kostet auch sehr viel Kraft und ist auch jetzt nicht so einfach. Ne? Es braucht viel Disziplin und du musst es auch üben. Und das, ne? Also ohne Üben geht es natürlich auf gar keinen Fall. Das wäre total fahrlässig, wenn ich jetzt sagen würde, ohne Üben geht das. Nein, auf gar keinen Fall. Du musst es richtig üben. Nur du musst es üben, um es danach wieder zu vergessen. Und jetzt wirst du denken, okay, was will sie jetzt schon wieder von mir? Wieso vergessen? Denn die große Meisterschaft besteht dann letztlich darin, dass du klar die Theorie, die Akkorde irgendwann mal geübt hast, aber sie irgendwann auch sehr spontan und fast unbewusst anwenden kannst. Und das meine ich mit dem Vergessen. Du musst die Dinge so stark geübt haben und verinnerlicht haben, dass du irgendwann in diese Intuition reinkommst, ne? Dass du nach Intuition spielen kannst, nach Gefühl. Und das hat immer die besten Jazz-Improvisationen auch ausgemacht und auch die Meister auf ihrem Instrument, die einfach so virtuos waren, dass sie sehr stark wieder in dieser Intuitionsebene gespielt haben. Und das ist letztlich die große Meisterschaft. Ne? Also das heißt, du brauchst sozusagen zwei Herzen in deiner Brust. Einmal das Bewusste, wo du wirklich das Handwerk übst, wo du wirklich fleißig und akribisch die Akkorde spielst und genau weißt, was du zu tun hast und genau auch den Jazz verstehst, die Symbole verstehst, weißt, ne, was ein Akkordsymbol dann auch bedeutet, was du da spielen sollst. Also das, was die Amerikaner auch immer bezeichnen mit Muscle Memory, also die
die Erinnerung an die Griffmuster, dass wenn du Fis halb vermindert siehst, zum Beispiel, dass du genau weißt, okay, das und das muss ich da spielen. Das hast du auf der einen Seite und das muss so stark verinnerlicht sein, dass du es irgendwann auch abrufen kannst, ohne darüber nachzudenken. Na, und dann sind wir an dem Punkt, wo es eben in diese Jazz-Meisterschaft geht. Und dann bist du natürlich an einem Punkt, wo dein Spiel eine hohe Reife hat und du ja super einfach improvisieren kannst. So, das heißt, Stücke kognitiv verstehen und andererseits auch Intuition und Emotionen zulassen können. Und das hat letztlich auch immer die großen Meister ausgezeichnet. Ich könnte es zum Beispiel jetzt auch vergleichen mit einer Situation oder mit einem Fakt aus dem Alltag, also Dinge, die du irgendwann mal üben musstest, zum Beispiel dein Instrument aufzubauen, zusammenzubauen oder das Blättchen hier oben zu montieren. Als du anfingst, Saxophon zu spielen, war das sicherlich was, wo du wirklich super konzentriert sein musstest und es hat auch lange gedauert und es war auch vielleicht ein bisschen mühsam so. Und heute ist es so, ne, sehe ich bei meinen Schülern, wir unterhalten uns ganz normal, während wir quasi blind das Instrument auf- oder abbauen und es ist gar nichts mehr, wo du groß drüber nachdenkst. Und genauso sollte es bei der Improvisation auch sein. So, jetzt zum Abschluss gibt es eine Übung. Call-Response über einen Blues in F. Ich spiele die ersten vier Takte Call, dann kommen von mir vier Takte Pause. Hast du Response und kannst quasi, oder die Antwort und kannst quasi auf mein Spiel reagieren. Und ich spiele jetzt auch bewusst sehr reduziert und sehr reich an Pausen, dass du auch merkst, okay, krass, was hat das für eine Wirkung, wenn es nicht so ein Gewitter gibt an Phrasen oder einen Wasserfall an Aussagen, sondern wirklich nur sehr sparsame Phrasen mit vielen Pausen, ne, wo du merkst, okay, lass dich auf Pausen ein und ja, wo du auch erkennen kannst, was macht es mit dir, wenn du Pausen machst? Wie stark hast du diesen Druck in dir zu sagen, ah, ich muss jetzt spielen? Oder wie stark kannst du es zulassen, zu sagen, so, hey, es macht mir überhaupt nichts aus, mal einen Takt, mal zwei Takte Pause zu machen. So, und dazu gibt es jetzt ein Beispiel, Blues in F. Und wie immer, die Noten zu diesem Video findest du unterhalb in der Videobeschreibung zum Download. Gleichzeitig kannst du dich auch zu meinem Newsletter anmelden. So erfährst du immer, wenn es ein neues Video auf YouTube gibt und du verpasst nie wieder die Noten zu meinen Videos. Ja, also los geht's mit Call-Response. Viertaktig, sparsam improvisieren, Pausen zulassen. Ja, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib gerne ein Feedback in die Kommentare und lass auch gerne ein Like da. Falls noch nicht geschehen, so abonniere gerne meinen YouTube-Kanal.
Und wenn du weiterhin dich verbessern möchtest im Bereich Jazz und Improvisation, so kann ich dir sehr meine Jazz-Online-Kurse ans Herz legen. Auch hierzu findest du alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.